Hallo ihr Lieben, grüß euch! Mal von der Maven in New York Show hier. Make it happen, sage ich euch nur, die Looks sind grandios. Die Inspiration für euch hoffentlich auch und einfach mutig sein. Yay! Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir sind jetzt hier in Berlin bei Maybelline. Wir schauen uns gleich die Show an. Ich bin schon total gespannt. Und ich nehme euch wieder mit. We'll be right back.
Morgen aus Berlin. Oh mein Gott, ich sehe total fertig aus, denn es wurde sehr spät heute Nacht. Ich war um 3 erst im Bett. Die Aftershow-Party war richtig genial, aber die Show, die war der absolute Burner. Also ich habe noch nie so eine geile Show gesehen, wirklich. Da hat sich Maybelline so richtig ins Zeug gelegt. Und es waren ganz, ganz viele tolle, bekannte Gesichter da. Die Dunja, die Lamia, der Sammy Slimani, der Boris, habt ihr ja gesehen. Also richtig genial. Ich hatte so viel Spaß. Und ich bin jetzt auch immer noch total fertig, wie man sehen kann. Ich gehe jetzt frühstücken und ich hoffe, dass euch die kleinen Eindrücke der Fashion Week hier in Berlin gefallen haben. Und ich hoffe, ihr freut euch, dass ich euch mitgenommen habe. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt mal frühstücken. Und ich hoffe natürlich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Tschüss. Also, dann zeige ich euch mal das Zimmer. So, so schön eingerichtet. Es ist so gemütlich einfach. Ich mag die Farben vom Motel One. Ich hatte ja im Juli letzten Jahres schon in dem Motel One übernachtet, als ich hier in Berlin war. Die Betten sind so bequem. Und schaut euch bitte schön mal diese Aussicht an. Ja, da ist der Fernsehturm. Richtig schön. Hier unten sind noch so Terrassen, so kleine. Ich habe auch eine Terrasse, zeige ich euch gleich. Und hier, da wären jetzt meine Kinder total begeistert, wenn sie das sehen würden. Und es ist so, so schön. Wirklich, ich fühle mich total wohl. Es ist auch geräumig, wie ihr sehen könnt. Also man hat richtig viel Platz. Und hier haben sie mir schon den Kamin angemacht. Und da können wir jetzt mal rausgehen auf die Terrasse. Dann zeige ich euch das mal eben. Denn ich finde das so genial. Wirklich, wenn man sich jetzt eine dicke Jacke anzieht, weil es ist doch ganz schön frisch, könnte man auch schön hier draußen sitzen und auf Berlin schauen. Was meint ihr? Richtig cool, oder? Man ist zentral, also könnt ihr ja hier sehen, ne? Da unten sind auch ganz viele Geschäfte. So, könnt ihr mal schauen. Und ja, trotzdem, wenn ihr jetzt dann im Zimmer seid, vorne ist übrigens, ne, der Bahnhof am Potsdamer Platz. Und wenn ihr dann aber wieder hier drin seid und das Fenster schließt, so, dann ist es wieder ganz ruhig. Da haben die natürlich drauf geachtet, das ist mir schon klar. Man hört nur das Knistern vom Kamin. Und jetzt zeige ich euch noch das Bad. Da bin ich auch mal gespannt. Ich habe nur das Licht angemacht, wie das aussieht. Ui. Oh, okay, das ist aber ganz schön groß. Richtig cool. Meins im Juli war viel kleiner. Richtig schön mit diesen Waschbecken hier. Die Regendusche hier, also eine richtig große Dusche. Wow. Toll, richtig schön. Mit dem Glas fühle ich mich ja fast wie zu Hause. Oh,